Hallo, 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 weiter geht's mit Kork. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem wunderbaren Kanal 2018. Und ich habe eine Juwelenkiste bekommen. Yes, wir sind zurück hier in Kork. Richtig geile Schlachtsahne, sage ich nur, Leute. Richtig geil. Ja, Update ist am Start. Ein großes Update scheinbar. Ich habe keine Ahnung, was es für neue Sachen gibt. Aber ich bin da. Ich muss den Hype mitnehmen. Ich muss das YouTube-Money wieder aufsammeln. Ich muss die Abonnenten hier klatschen. Ich muss mir alles gönnen. Nein, ich wollte mal wieder reinschauen. Mit euch zusammen. Was machen wir jetzt hier? Wir lunzen mal kurz hier hinein, was abgeht. Erstmal kurz, Moment, wo ist sie denn? Da ist Madame. Da ist Madame, drehe ich mal um. Ich will einmal kurz deinen Arsch sehen. Wie geil ist hier noch? Nein. Alles klar. So, hier sieht man alle Fallen ausgelöst und. Oh. Kurze Story am Rande. Ich hatte meinen PC auf Windows 10 gemacht. Da lief mal gar nichts. Windows 10 ist für eine kleine Popo, aber richtig rein trocken ohne Spucke. Kann ich nicht empfehlen. Habe jetzt zurück auf Windows 8.1 und dann ging meine Capture Card nicht. Fast aus. Ich hätte fast komplett einfach alles aus dem Fenster geschmissen. Mein PC, meine Monitore, mein, keine Ahnung, alles. Alles, mein ganzes Leben. Weißt du, es ging einfach nicht. Aber jetzt geht es wieder zum Glück mit einer älteren Version. Aber Story nur am Rande. So, was haben wir hier? Also, alles neu. Wir werden mal kurz mal alles aufsammeln hier. Bupp, wir haben den ganzen Scheiß hier. Gold, jawohl, Gold. Elixier, dunkles will ich auch. Guck mal, 8 Sekunden noch, jetzt ist das Schild vorbei. Guck mal, jetzt noch 5. Guck mal, siehst du das? Geil. Ja, alles leer. Den gehen wir hier kurz hier drauf und füllen die ganze Scheiße wieder auf, ja. Ja, damit. Ja, hier habe ich doch dicke Sitzen. Hier 1400 dunkles. Ach, hau ich raus. Oh, das hüllt sich doch alle wieder hier. Eine Nachricht habe ich bekommen. Verteidigungslog, alter Schwede. Alleine daran sieht man, wie ich auf den Sack bekommen habe, weil ich inaktiv bin. Minus 300k, minus 200. Oh, der Kollege hier. Minus 400, 300, 33k, 4000 dunkles. Der hat sich auch direkt eingekeult drauf. Einfach nur richtig babam rausgespritzt alles. Auf diesen geilen Loot, alter Schwede. Da hat sich auf jeden Fall einer gegönnt. Alter, haben die Loot bei mir. Alter, ja, 500k, halbe Bälle hat er sich hier. Alter Schwede, der hat Bock gehabt. Hier, nur mit Goblins und einer Queen. Gönnt er sich. Obwohl, hier geht's eigentlich noch. Es wird immer mehr, Leute. Angriffslog, der letzte Angriff war es nicht mal mehr drin. Was ist das denn? Hier momentan keine neue Nachrichten. Freunde habe ich auch nicht. Ja, das kann halt passieren. Was haben wir oben für ein Ding? Community, geil. Geil, geil. Könnt mir gerne Anfragen schicken, nehme ich eh nicht an. Nein, abgehoben, ne? Nein, mache ich nicht. Weil irgendwie, ich habe zu viele Freunde. Nee. Freundesliste finde ich jetzt noch nicht ganz so sinnvoll bei Kork. Aber kann sich ja noch ändern. Was ist mit dem Clan los? Eieiei. Egal, alles klar. Wenn da nichts egal, dann springen wir mal rein. Hier, Boogies, her damit. Hier, bitte. Bitte, bitte, bitte. Was haben wir hier? Ein Geschenk. Oh, Geschenk abholen. Der Clan-Kamerad. Danke. Danke, Kollege. Gib mir her die ganzen Juwelen. So läuft das, Leute. Also ab sofort, jeder, der Bock hat, kommt in den Clan und schenkt mir Juwelen. Warum? Weil ich es brauche. Ich bin arm. Obdachlos. Nein. Alter, Clan geworfen, abgelehnt, tschüss. Alter, Leute. Wir sind noch drin bei den Zuschauern. Weil das ist der optimale Clan hier. Oh, wir sind noch 10 Member. 10. Und von denen spielt noch einer. Der Rest ist inaktiv. Der Clan ist tot. Ripperino. Zu dem Zeitpunkt gerade eben erst tot. So, wir wollen jetzt mal zum Update gehen. Wir gehen mal hier kurz auf, 12 neue Nachrichten. Ein großes Update. Geil. Was ist das da oben? Rathaus Level 12. Bitte was? Rathaus Level 12 haben wir? Geil. Gibt es ein elektrisierendes Debüt? Cool. Rathaus als Waffe. Schockierende Angreifer mit der Macht der Elektrizierei. Alles klar. Belagerungsmaschinen sind da und eröffnen ganz neue Angriffsstrategien. Belagerungsmaschinen? Der Elektrodrache. Bitte was? Ein Drache, der. Alter, sind wir bei Pokémon mit Zapdos? Rathaus Level 11 im Kampf unterstützen. Neue Level für Truppen, Verteidigungsgebäude und Helden. Alter, kopieren von Layouts. Namensänderung mit Juwelen, günstigere Truppen und Mauern. Günstigere Truppen und Mauern? Ich habe die ganze Scheiße jahrelang gesagt. Egal. Höherer Sternebonus, höhere Clankriegsbeute. Höhere Clankriegsbeute, auch geil. Jede Menge Balanceänderungen und mehr. Neues Rathaus. Erlebe das größte, stärkste und gefährlichste Rathaus aller Zeiten. Rathaus Level 12 ergibt Sinn. Jetzt wehrt sich dein Rathaus. Im Inneren ist eine Waffe versteckt, die bis auf Level 5 verbessert werden kann. Huiuiui. Mehrere Ziele im Visier auf dem höchsten Level. Schießt die Rathauswaffe auf bis zu 4 Ziele gleichzeitig. Ist das eine Tesla-Spule, die einfach auf 4 Ziele dann geht, oder was? I don't know. Tödliches Finale. Eine Rathauswaffe auf Level 5 explodiert, wenn das Rathaus zerstört wird und fügt allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Alter, wie krass ist das denn bitte? Neues Gebäude. Werkstatt. Schalte das Rathaus Level 12 die Werkstatt frei, um Belagerungsmaschinen zu bauen. Alter, gehen die auch in der Luft? Belagerungsmaschinen bieten eine neue Möglichkeit, deine Kleinbuchtruppen einzusetzen. Belagerungsmaschinen können
an Clanbogen ab Level 10. Das heißt, da sind Truppen drin und die fallen einfach runter. What the fuck, Alter? Neue Truppe, Elektrodrache. Elektrodrache ist eine neue starke Flugeinheit, die auf Radars Level 11 verfügbar ist. Ich bin Radars Level 11, oder? Ich glaube schon, ich habe da geupgradet. Sein mächtiger Blitzangriff springt von Gebäude zu Gebäude und wenn der Gegner, wenn er stirbt, deckt er an den Boden Blitzen ein. Neue Level für Gebäude und Truppen. Alter, ich komme mir hinterher. Die folgenden Truppen haben ein neues Level auf Radars Level 12. Blablabla. Bogenschützen, neues Level. Riese, Mauerbrecher, Ballon, Ballons, Magier, Drache, Päcker. What? Lakai, Schweinereiter. Geil, der Schweinebärmann. Die Valkyrin, die Schweinebärreiter. Valkyrie, Golem, Hexe, Lavahund, Bowler, Drachenbaby, Tunnelgräber und Elektrodrache. Die folgenden Gebäude haben neue Level, Level 12. Level 12. Entschuldigung. Armeelager, Elixierdrache, Goldlager, Kasernen, Alter, das sind so viele Sachen. Beute und Belohnung. Der tägliche Sternebonus wurde für. Bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich erstmal ausbilden. Hier, Moment, nicht angreifen, sondern ausbilden. Ausbilden, wie geht denn das nochmal? Ausbildung. Ich habe doch hier irgendwie Truppen abgesaved, oder? Schnellausbildung. Hier. Abgesaved, da ist es doch. Ausbilden, her damit. Dann gehen wir kurz hier. Da oben sind auch neue Sachen. Leute, ich komme nicht mehr hinterher. So viel neu. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Hier anfragen. Alter, was ist das denn hier alle unten? Bewachen, magische Gegenstände, Schatzkammer. Was? Leute, ich kenne das Spiel nicht mehr. Das ist einfach neu. Und da ist ein Kuchen. Ich bin so dermaßen gerade überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst angucken soll. Ich weiß es nicht. Übrigens bin ich schon Rathaus-Level Nummer 11, habe ich ja gemacht, just for fun, weil ich mir einfach gegönnt habe. Was kostet jetzt die Mauern? Erstmal kurz jetzt abchecken. Mauern, 2 Mille. Wie waren das vorher? Wie viel waren es denn vorher? Die kosten 4. Boah, ich weiß es gar nicht. Kann jemand gerne in die Kommentare schreiben, wie viel die vorher gekostet haben? Haben die 4? 3? Kostet jetzt 1 Mille mehr? Ich weiß es nicht. Ich kann sie auch upgraden, ne? Weil ich gerade aus der Grüne. Es gibt jetzt auch Level 50, glaube ich, bei den Helden oder sowas. Übrigens, mein King ist Level 35, der alte Baumeister hier, Mr. Bob. Bob der Baumeister, hier ist ein Eiskollege, Weihnachtsbaum. Cool. Was wollte ich machen? Ich wollte noch etwas ausbilden. Und zwar ging das hier, genau. Zauber. Ich habe schon 10, ne? Dann passt es auf jeden Fall. Zauber sind am Start, das passt. Ja, ich habe genug Zauber. Wunderbar. Komm, wir lesen weiter. Leute, es ist hektisch, es ist krass, es ist neu. Alles neu. So, wo waren wir denn hier? So, Beute und Belohnung. Teddy Ständebonus wurde für die meisten Mehrspieler Liga-Level erhöht. Alles klar, die 5 Stände lohnt sich jetzt, holt sich denn jetzt mehr denn die hier. Okay. In der Schatzkammer, deiner Clanburg, hat jetzt mehr Beuteplatz als je zuvor. Cool. Clankriege zahlen sich jetzt mehr aus. Die Belohnung für Siege wurden leicht erhöht, aber leicht, naja. Und für die dann fast verdoppelt. Verschiedene Verbesserungen. Layout kopieren, teile Dorflayouts mit deinem Clan-Kameraden, Namensänderung mit Juwel, neue Benachrichtigungskategorien in den Erweiterungen, Einstellungen, die du jetzt, okay? Du willst bei der Verteidigung deines Clanburgs verlieren, du kannst deine Clanburg nun schlafen lassen, alles klar. Spielbalance. Der Blitzzauber wurde neu ausbalanciert und ist jetzt viel effektiver als zuvor. Alter, ich glaube, ich werde mir das Ganze nochmal in Ruhe nochmal anschauen, weil ihr kennt das schon. Das ist, glaube ich, total langweilig für euch, wenn ich die ganze Zeit nur die ganze Scheiße vorlese. Deswegen schauen wir erstmal kurz, was wir jetzt hier haben. Was ist das denn bitte? Tägliches Angebot. Es gibt jetzt tägliche Angebote. Was ist bitte ein Ressourcentrank? Dieses magische Elixier ist ein zu einem Trank destillierten Eilzauber, der die Effizient deiner Ressourcensammler für 1 Stunde stark gehört. Dies wirkt im Heimatdorf. Okay. Wie viel Prozent? I don't know. Trainingstrank. Diese bla 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 bla. Und effizient von Kasernen. Für 1 Stunde. Beschleunigt. Für 1 Stunde. Zauberfabriken und mehr. Also wie quasi, dass man das boostet. Bauarbeitertrank. Mit Überstunden. Mit Hilfe können die Bauarbeiter 1 Stunde lang 10-mal schneller arbeiten. Das ist krass. Zum Bauen mega krass. Okay, das ist also dieser Kollege, der alte schwatte Boy hier. Der gönnt sich auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Was ist das? Clanspiele beginnen in 2 Stunden. Was mit den Clanspiele? Boah, ich muss zwischendrin. Ich mach schon muten und husten, weil ich einfach nicht mehr dran gewöhnt bin, so lange zu reden. Tatsächlich. Das ist krass, oder? Als YouTuber. Ich weiß halt nicht mehr, wie es geht. Was haben wir hier? Clan-Banner. Clan-Vorteile. Nächstes Level. Spendenverbesserung. Okay. Zu viel. Es sind zu viele Informationen. Was ist im Shop neu? Heldenpaket. Buch der... Was ist das denn hier bitte? Habe ich das gekauft? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe hier auf Kauf gedrückt. Kleinen Moment. Ihr dürft hier nichts sehen.
So seht ihr meine ganzen geheimen Daten und könnt mein Bankkonto leer räumen und euch einfach mal denken, YOLO läuft bei mir auf jeden Fall. So, wenn ich hier kurz abgebrochen die Kiste. So, weiter geht's. Information. So. Bitte was? Bitte was? 39.000 dunkles Elixier. Einmal Buch der Helden. Kein Lagerlimit. Alles, was du brauchst, um deinen Barbarenkönig oder deine Bogenschützenkönigin zu verbessern. Bitte was? Ich kann für... Wie teuer ist das? Halt, stopp. Für 10,99 €. Bedeutet das, dass ich mit dem Buch der Helden direkt die Wartezeit überspringen kann und direkt einfach ein Level hochmachen kann, meine Heldin. Oder mein Held. Ah, ja, ja, ja. Okay, das ist natürlich krass, wenn das geht. Für 10,99 €. Leute, wir haben mir 10,99 € spenden. Nein. Ich glaube, das macht das Buch der Helden. Denke ich nochmal. Paket, Rathaus Level 11. Vierfacher Wert. Information. Artillerie Level 1. Großer Wächter. 150 Dunkles. Keine Bauzeit, kein Lagerlimit. Keine Bauzeit. Achso, für alle Sachen. Hier war auch keine Bauzeit, ne? Kein Lagerlimit. Kein Lagerlimit war hier nur. Verpasse nicht dieses einmalige Angebot den Wert von Vierfach. Das, oh, Alter, wie krass ist das denn? Bitte schwer. Das sind mega krasse Angebote. Aber 21,99 € habe ich gar nicht. Hier. Da brauchen wir schon ein Elixier. Ist ja neu. Das haben wir hier alles neu. Alter, Leute, wie können wir da so welche Sachen bauen? Ich muss auf jeden Fall erstmal bald ein neues Layout auf jeden Fall klatschen. So, bauen wir erstmal jetzt kurz. Wir fangen jetzt mal an, kurz ein bisschen zu bauen. Weil wir es ja können. Gar kein Ding für den King hier. Den können wir nicht bauen. Bauen wir auf jeden Fall hier kurz den Bogenschützturm. Bauen wir dahin. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Designs und so weiter, Neues auch gerne mal in die Kommentare. Entschuldigung, hier haben wir nichts Neues. Armee haben wir, den haben wir nur. Dann bauen wir noch was. Hier eine Mauer. Magierturm. Ja, der Rest kann ich mir nicht leisten. Warum? Hab kein Money in der Hut. Genau, was Neues hier? Schilde? Nein. Hier ist auch nichts. Schätze? Ist natürlich klar. Habe ich Ressourcen, irgendwelche neue? Nein. Dekoration sind natürlich allgemein am Start. Okay, alles gleich. So, würde ich mal sagen, klicken wir kurz hier. Dies, das. Hier ist der Kollege da oben, der will auf jeden Fall wieder am Start haben. Ich würde mal sagen, wie weit ist meine Armee? Ist ja fast fertig hier, ne? Wir werden kurz mal kurz reinlunzen, hier mal wieder reinschauen, ob hier Loot am Start ist. Hier ist doch schon mal Loot, oder? Das ist ja einiges an Loot. Ich sehe gerade, ich habe keine Heiler dabei. Warum habe ich keine Heiler? Leute, ich habe keine Heiler. Warum habe ich denn... Was ist denn das hier für... Ich habe mich gar nicht... Truppen schnell ausbilden? Doch, hier ist doch. Armee 1. Werden die gar nicht ausgebildet? Irgendwie nicht, ne? Belagerungsmaschine. Da oben habe ich so ein Häkchen für Belagerungsmaschinen. Alles Lächeln. Das ist jetzt hier dies. Ach, die werden da. Das ist natürlich hier alles Kacke. Abbrechen. Weg damit. Geht weg. Ich brauche doch Heiler. Kann ich gar nicht leisten. Ich brauche doch die Heiler. Mann, Mann, Mann. Armee bearbeiten. Hier mal ein paar kurz raus. Ein paar löschen. Ich glaube, immer 180 oder so ging. Gehen wir mal auf 170. Ich weiß es gar nicht mehr. Die ganze Kiste hier weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Das kann jetzt ausgebildet werden. Und weil wir gerade eben hier im Video sind, beenden wir es mal kurz für 15 Gems. Da habe ich einen Heiler zu wenig. Können wir kurz wieder rauslöschen, ein paar. Okay. Truppen ausbilden. Hier 5 rausgeballert. Tschüss. Kann ich in der Zeit auf jeden Fall schon mal die Nässe ausbilden. Schnelle Ausbildung. Das war's. Genau, wunderbar. Und angreifen. Ich will nämlich wieder den Queen Walk machen. Geht der überhaupt noch? Das ist die nächste Frage. Wie sieht denn der Loot hier allgemein aus? Ich kann auch gar nicht mehr. Ich kann das Spiel auch gar nicht mehr. Wie geht das denn hier? Kurz mal gucken. So, ich gucke, Madame, ich gucke. Der hat Loot, aber ist in der Mitte. Das weiß ich noch hier. Der hat auch alles in der Mitte. Der gerade eben am Anfang war einfach gut, aber ich hatte keine Heiler dabei. Ach, du bist wieder doof. Du bist richtig doof. Du weißt halt nicht, wie der Hase läuft. Denn der Hase läuft ganz schnell, bevor er einfach nur zerstört wird, vergewaltigt und dann aufgegessen. Hier ist nix. Hier ist ein bisschen was. Adler-Artillerie, so heißt sie. Guck mal, der hat hier das Außen, das Gold. Alter, der Riesenkanon schon. Sahen die immer schon so aus? Was ist das denn für ein Ding? Ist das ein Goldbaum? Da wächst Gold an den Bäumen? Alles klar. Auch scheinbar neu. Hat der auch. Kann man jetzt Goldbäume irgendwie pflanzen? Ich bin verwirrt. Es sind so viele neue Sachen. Ich kann das doch gar nicht mehr. Klärt mich bitte auf. Ich werde auf jeden Fall auch nach dem Video einiges lesen. Von daher weiß ich dann ein bisschen. Boah, der hat richtig viel Loot.
Der dreht sich für noch alles außen. Obwohl der Adler-Artillerie hat. Scheißegal. Scheißegal, hier ist Luftabwehr. Wo ist noch mehr Luftabwehr? Luftabwehr ist da, da, da. Kann sie rumlaufen? Ich glaube, sie kann sogar hier rumlaufen. Wir checken mal kurz die Lage, ne? Ich glaube, hier alles so klappt. Ich hoffe doch mal. So, Action, Leute. Action ist am Start. Kann der Lars das Ganze hier noch werden, das sehen? Queen Walk is on the fucking way, Madame. On the way, Level 40 Queen. Rassikin schrieb mit Benzin. Ah, Mann, okay. Nee. Da wird sich gegönnt. Da wird sich richtig gegönnt, Leute. Der Loot, der spritzt. Ich hoffe, die fliegen jetzt nicht so, dass sie von Luftabwehr getroffen werden. Wenn ja, wäre es kacke. Komm, komm, komm. Luftabwehr, schieß nicht. Schieß nicht. Oh, sie läuft rein. Sie läuft fucking rein. Sie läuft rein. Sie macht Luftabwehr weg, oder? Ja, sie macht sie weg. Okay, ein paar werden nur sterben. Aber es geht halt dermaßen jetzt in die Fresse. Richtig in die Fresse. Nicht nur etwas, sondern richtig. Und die X-Balls schießen jetzt auf sie. Okay, das passt. Okay, sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Wir haben noch ein bisschen am Start hier. Wir können die noch hochdrücken. Wir können zur Not noch gleich anderswo angreifen mit dem Bogenschuss. Die kann auch sterben. Die kann auch sterben. Wir lassen die gleich mal down gehen. Natürlich so viel mit, wie geht. Sehr gut. Sehr gut, dass sie da rumgelaufen ist. Das gefällt mir. Ich hoffe, erst rechts anlegen. Was ist denn los? Jetzt hätte ich doch noch meine Damen. So, aber mal kurz die down. Gut. Oh Gott, ich musste zünden. Ich musste sie zünden. Oh Gott, Inferno ist am Start. Das heißt, sie wird da gleich sterben. Aber das ist Multi-Inferno trotzdem. Der Heal-Zauber ist halt. Ne, der Heal wird jetzt runtergedroppt. Ich mache mal hier noch kurz dann rein. Dann gehen wir kurz von der Seite rein. Madame, die glaube ich gleich sterben. Oder mit der Inferno-Mess ist sogar alles genervt. Der lebt halt die ganze Zeit. Mysteriös ist sie die ganze Zeit. Mysteriös. Er stirbt sie. Trotz Mutzauber wird sie down gehen. Ich droppe mal noch einen rein hier, warum soll das können. Kurz hier noch ein bisschen rein, Leute. Kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß doch noch, wie es läuft. Wieder ist sie down. Kurz die King hier rein für Madame. So, meine Halle sind alle down, deswegen scheißegal. Ein bisschen Loot nehmen wir mit. Wir haben Stern 50%. GG. G to the fucking G. Der Mr. Bob wird auch noch sterben hier. Gut gezündet. 35er King rasiert noch gegen den Strich. So, läuft das hier. Schön. Schön, schön, schön. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Mach kaputt noch ein Gebäude. Dankeschön. Kannst du eh denn nicht sterben gehen. Und wir gehen raus mit wie viel Loot? Schießen sie nochmal? Nö. Was kriegen wir? Komm, zeig mal an hier. Das ist doch okay. 400, 300k. Die können alle schlafen, haben sich verdient. Und somit haben wir angegriffen. Geil. Hier, Anfragen, irgendwas, her damit. So, Leute. Ich guck mal, was ich bin. Aufgestiegen. Kristall 1. So gut bin ich. So gut. Es gibt so viele neue Sachen. Ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit... Ich kann ja noch rüber, ne? Segeln geht ja auch noch. Das muss ich ja auch noch alle machen. Heieiei. Ich bin überfordert. Machen wir beim nächsten Mal. Erstmal schauen wir uns denn hier um. Da muss ich auch noch alles Mögliche machen, weil ich muss mich erstmal belesen. Ich muss mich belesen, ich muss eine neue Base bauen und ich muss einiges machen. Das kostet Zeit, aber das machen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, ich werde die Lust behalten bei diesem wunderbaren oder von diesem wunderbaren Spiel. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar in die Kommentare, beziehungsweise lasst ein Like, da würde mich freuen, ein Haufen erster Boys and Girls und alles rein. Infos, Tipps, Kommentare sind dafür da. Ich freue mich über jeden Kommentar, ich lese jeden Kommentar und... Haufen Supernasser Boys and Girls, bis zum ersten Mal reingehauen und tschüssi.